Hallo, willkommen bei einem weiteren KeePass-Tutorial. Bevor ich jetzt in die weiteren Funktionen und Optionen von KeePass hinabsteige, möchte ich kurz vorher noch einmal ein paar Bedientipps geben. Denn es gibt neben der Methode, die ich beim letzten Mal gezeigt habe, mit Copy und Paste, noch weitere Möglichkeiten, das Passwort in dem Browser oder in eine andere Windows-Anwendung zu kopieren bzw. zu übertragen. Für die erste Methode, die sogenannte Drag-and-Drop-Methode, hole ich mir einfach mal einen Texteditor hervor, einfach damit man sehen kann, dass das auch mit anderen Anwendungen funktioniert. Also ich kann jetzt hier, also man sieht ja hier die Spalten für Titel, Benutzername und Passwort, und ich kann jetzt im Prinzip einfach bei Titel oder Benutzernamen oder eben auch das Passwort einfach in den Editor ziehen und dann wird das automatisch kopiert. Im Browser funktioniert das dann natürlich ganz genauso. Dann darf ich natürlich nicht den Titel nehmen, ich muss den Benutzernamen nehmen. Und leider kommt jetzt beim Loslassen der Browser nach vorne. Das ist natürlich jetzt nur hier ein Problem, weil ich relativ wenig Platz habe, weil ich hier nur 1280x720 Punkte verwende. Als nächstes nehme ich dann das Passwort und klicke dann einfach auf Login und kann mich einloggen. Drag and Drop bedeutet übrigens ziehen und loslassen, und das hätte ich vielleicht vorher erklären sollen. Ich klicke den Eintrag einfach mit der linken Maustaste an und halte die Maustaste gedrückt, ziehe dann den Mauszeiger dahin, wo ich das hinübertragen möchte, und lasse dann einfach los. Und jetzt ist es natürlich ja zweimal drin, aber das Prinzip sollte damit klar sein. Die zweite Methode funktioniert hauptsächlich mit Browsern. Wenn ich wie hier zum Beispiel eine URL mit drin stehen habe, also web.de, und ich bin auf web.de, dann erkennt das KeePass unter Umständen, also in den meisten Fällen, und dann kann ich einfach hier reinklicken und dann Steuerung, Alt und A drücken. Und dann trägt er das ein und loggt sich auch gleich ein. Das funktioniert natürlich jetzt hier nicht, weil es den Accountnamen gar nicht gibt. Und was ist dann, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei E-Mail-Adressen bei web.de habe? Das kommt ja manchmal vor, dass man mehrere Adressen bei dem gleichen Provider hat. Dann, das werde ich jetzt mal kurz zeigen. Und dafür habe ich jetzt mal unter Internet, nein, unter E-Mail einen zweiten web.de-Eintrag gemacht. Und dann werden wir auch gleich sehen, ob das eine Rolle spielt, ob die Einträge in unterschiedlichen Kategorien abgelegt werden. Ich klicke also jetzt wieder hier rein, drücke Steuerung Alt A und dann erhalte ich im Prinzip dieses Fenster hier und kann einfach jetzt auswählen. Und wenn ich jetzt den haben möchte, dann klicke ich halt den einfach an und KeePass macht, was es machen soll.